Wir haben da Bilder gesehen, die die Geschichtsbücher eingehen werden, wie Trump dann halt blutverschmiert die Faust in den Himmel streckt und dann die Amerika-Flagge dahinter. Ein historischer Moment zeigt aber auch, dass wir hier in dieser Zeitenwende sind. Und ich glaube, wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist, dass die Welt eine andere ist, wie zum Beispiel vor Corona, und dass wir auch nicht mehr in die alte Welt zurückkommen werden. Wir reden vom größten Sicherheitsapparat der Welt, der mächtigsten Nation mit dem höchsten Militärbudget. Und wenn die es nicht mehr schaffen, ihre eigenen ehemaligen Präsidenten zu schützen, deswegen gibt es ja auch viele offene Fragen, weil irgendwas passt da nicht zusammen. Überall bröckelt der Putz, geht es überall bergab. Wir sehen Inflationsraten, die zu den höchsten gehören, zu unserer Lebenszeit auf jeden Fall. Hätte die EZB nicht alle Gesetze gebrochen, dann wäre der Euro schon längst passé. Und darauf muss man sich vorbereiten. Ansonsten wird man, wie in der Vergangenheit, immer einen Großteil seines Vermögens verlieren. Und ich scheue mich, Pandemie zu sagen, weil es keine Pandemie war, wie wir jetzt wissen. Im Rückspiegel der Geschichte war das ja eine Riesenlüge. Sowohl hat Fauci zugegeben, dass er die Maßnahmen wahrscheinlich auf dem Klo erfunden hat, wie Abstand und Maske. Wir wissen, die Impfung ist doch nicht so sicher, wie sie uns weiß gemacht wurde. Diejenigen, die für den Diskurs sind, für Diplomatie sind, für Frieden sind, die werden verunglimpft und diskreditiert. Und es zeigt schon mal die ganze Scharade, in der wir uns momentan eigentlich befinden. Der normale Menschenverstand wird in Frage gestellt. Und jetzt sind wir halt im Kriegszyklus. Du musst dir immer die Frage stellen, wem dient es? Und ich finde es halt absolut pervers, asozial und unmenschlich, weil natürlich hier Menschenleben geopfert werden, damit sich irgendjemand die Taschen voll macht. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Marc Friedrich. Und wir sprechen heute ja über das aktuelle Weltgeschehen, Krisen, die aktuell laufen, eventuell auch geplant oder vielleicht auch nicht, und auch das Thema Finanzsystem. Was passiert da gerade? Welche Zusammenhänge gibt es? Was passiert mit unserem Geld? Verliert es immer weiter an Wert? Welche Alternativen gibt es vielleicht? Das und vieles weiteres werden wir heute beleuchten. Noch kurz zu Marc. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Er hat einen sehr großen YouTube-Kanal, auch auf Instagram sehr aktiv. Er ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor, hat viel zu diesen Themen geschrieben, die ich auch gerade erwähnt habe. Ich habe auch seine letzten beiden Bücher gehört bzw. gelesen, die ich sehr, sehr gut fand. Und ja, da dachte ich mir, lass uns doch heute mal sprechen. Du kannst sicherlich einiges berichten, wo wir viel davon lernen können. Super, Sören. Vielen Dank für die Einladung und die schmeichelnde Einleitung. Und ich würde sagen, lass uns doch mal anfangen mit dem Thema Donald Trump beziehungsweise mit dem Anschlag oder was auch immer das war, was da passiert ist. Ich habe gesehen, du hast sogar auch ein Video dazu gemacht, fand ich extrem spannend. Also wer das nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall sehen. Sehr viele spannende Hintergrundinformationen, auch aus dem englischen Bereich, sogar mit deutschen Untertiteln. Ja, wirklich sehr spannend. Also vielleicht kannst du mal deine Sicht der Dinge darlegen. Was ist da passiert? Was ist da vorgefallen? Gut, also ich habe ja schon vor Monaten prognostiziert, dass es ein Attentat auf Donald Trump geben wird. Man hat ja versucht, ihn loszuwerden mit dem Gerichtsverfahren, und das hat jetzt nicht geklappt. Und deswegen ist man vielleicht auf die nächste Stufe gegangen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Meiner Ansicht nach war es ein Attentat. Es war meiner Ansicht auch noch ein Inside-Job. Warum? Weil wenn du einfach weißt, wie der Secret Service arbeitet, kann sowas eigentlich gar nicht passieren ohne Mithilfe aus dem inneren Zirkel. Und der Secret Service, also derjenige, der die ehemaligen Präsidenten auch bewacht, als auch den amtierenden Präsidenten, untersteht natürlich dem aktuellen Präsidenten Joe Biden unter. Und dementsprechend wurden wohl erfahrene Kräfte abgezogen, weil man die auf andere Weise brauchte. Also Jill Biden, die Frau von Joe Biden, hat dann nochmal extra Schutz bekommen. Und bei Joe Biden wurde das vernachlässigt. Normalerweise ist es halt so, wenn irgendwo ein Präsident oder ein ehemaliger Präsident auftreten, dann wird also Tage zuvor schon die Lokalität ausgespäht. Es wird alles abgewogen. Es werden verschiedene Szenarien gefahren, um halt einfach absolute Sicherheit zu garantieren. Und das ist wohl hier auch passiert. Normalerweise im Umkreis von 1000 Yards wird dann alles abgesperrt, abgeriegelt mit Snipern und mit Leuten auf Dächern, Bäumen, Hubschraubern, Drohnen etc. pp. Und das ist hier jetzt irgendwie wohl nicht so passiert, beziehungsweise hat es doch jemand geschafft, mit Camouflage-Klamotten und einem Snipergewehr
130 Yards entfernt von Donald Trump auf ein Dach zu steigen. Und es gibt ja auch viele Videos, die ganz spannend sind, die zeigen, dass schon Zuschauer dieser Rallye ihn ausgespäht haben und auch die Polizei als auch den Secret Service darauf aufmerksam gemacht haben. Der Sniper vom Secret Service hatte ihn auch im Visier, aber es gab wohl keine Freigabe. Die Frage, die man sich jetzt halt stellen muss, entweder gab es ein Problem in der Kommunikationskette, gab es keine Freigabe, weil man erst sicher gehen wollte, dass es tatsächlich nicht nur ein Verrückter ist, der aufs Dach will wegen einem Foto oder so. Oder ist es wirklich eine Gefahrenquelle? Also viele Fragezeichen. Fakt ist, fast durch eine Art göttlichen Schutz, durch einen Schutzengel, hat Donald Trump nur ein bisschen vom Ohr verloren und nicht sein Leben. Und hat natürlich danach diese ikonischen Bilder erzeugt, wo dann jetzt viele aus dem gegenseitigen, aus dem Gegenlager sagen, das wäre alles inszeniert gewesen, um jetzt noch die Swing States zu gewinnen, um die Umfragewerte zu erhöhen. Aber man darf nicht vergessen, bei dieser schrecklichen Tat ist ja auch ein Mensch ums Leben gekommen, der hinter Trump saß, der so einen Querschläger abbekommen hat, als auch zwei schwer verletzt, teilweise noch in Lebensgefahr. Also wenn es so wäre, wäre es natürlich absolut pervers. Zuzutrauen ist allen alles, muss man tatsächlich sagen. Aber ich, so wie auch die Reaktion von Trump war, war er danach voller Adrenalin und ich glaube mehr als dankbar und glücklich und demütig mit tränenden Augen, dass er das überhaupt überlebt hat, weil es war wirklich, wir waren Millimeter entfernt von wahrscheinlich bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA, weil ich glaube, hätten sie ihn wirklich erledigt, dann wäre das Lager von Trump jetzt auf den Straßen und würde marodieren, was natürlich auch nicht zu hofieren ist, aber es ist wahrscheinlich ein Szenario, das wahrscheinlich gewesen wäre. Aber jetzt haben wir es halt, jetzt haben wir, glaube ich, den nächsten Präsidenten gesehen, es wird wohl Donald Trump sein. Weil Joe Biden ist ja senil und hat Parkinson-Krankheit und wahrscheinlich nur eine Marionette. Fakt ist aber, wir haben da Bilder gesehen, die in die Geschichtsbücher eingehen werden, wie Trump dann halt blutverschmiert die Faust in den Himmel streckt und dann die Amerika-Flagge dahinter. Also das kann man fast gar nicht stagen, so geil ist das, muss man echt sagen. Und ja, er war voller Adrenalin und hat dann dementsprechend auch gleich ins Publikum geschrien, Fight. Und die haben natürlich gejohlt und gejault. Und ja, also wirklich ein historischer Moment, zeigt aber auch, dass wir hier in dieser Zeitenwende sind, die ich ja auch in meinem siebten Buch, Die größte Revolution aller Zeiten, beschreibe, diese Zyklenwechsel, den wir gerade erleben. Und ich glaube, wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist, dass die Welt eine andere ist, wie zum Beispiel vor Corona, und dass wir auch nicht mehr in die alte Welt zurückkommen werden. Ja, wirklich sehr spannend. Auch das, was du in dem Video auch gezeigt hast, dass da auch Minuten vorher schon viele Leute gesagt haben: Hey, guck mal dort, die haben es sogar auf der Handykamera gesehen, sozusagen. Ich habe Und alle Beweise im Video drin, unbedingt ansagen, gerne rüberkommen auf den Kanal und sich das anschauen. Es ist absurd, weil wir reden vom größten Sicherheitsapparat der Welt, der mächtigsten Nation mit dem höchsten Militärbudget. Und wenn die es nicht mehr schaffen, ihre eigenen ehemaligen Präsidenten zu schützen, dann ist da einiges im Wagen. Deswegen gibt es ja auch viele offene Fragen. Deswegen hat das Ganze ja auch auf gut Schwäbisch ein Geschmäckle, ja, weil irgendwas passt da nicht zusammen. Und wenn man auch noch dieses eine Video anschaut von diesem Priester, fand ich total absurd, ja, als Schmankerl, da ist ein Priester, der hat im März 2024, also schon vor mehreren Monaten eine Vision auf YouTube gestellt und das ist auch verifiziert, wo er genau dieses Attentat eins zu eins vorhergesehen hat. Also wie sogar mit krass dem ist Ohr, eins das? zu eins. Eins zu eins. Ohr, krasse Bilder, er kniet auf dem Boden und betet und findet zu Gott und danach auch interessant, was er noch gesehen hat. Also wer neugierig ist, unbedingt diese Szene anschauen, weil er wird auch praktisch bis in die Zukunft prognostiziert, wohin die Reise geht. Dann weiß auch jeder, was in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird. Aber ja, schon heftig. Also krass, was gerade passiert. Und die nächsten Tage werden wahrscheinlich auch noch einiges Licht ins Dunkle bringen. Du hast ja gesagt, die Welt ist jetzt eine andere als noch vor einigen Jahren. Warum sind dann so die letzten 3, 4 Jahre auch so ein Brandbeschleuniger gewesen für das, was schon da war? Das schreibst du auch in deinem Buch. Weil wir natürlich sehen, dass unser jetziges System sich dem Ende zuneigt. Der Untertitel vom Buch ist ja auch, also warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren. Und wenn ein Geld stirbt, geht es natürlich immer einher mit großen Verwerfungen und Kollateralschäden. Und neue Geldsysteme werden immer in der Krise geboren. Zum Beispiel unser jetziges Geldsystem wurde im Mittelpunkt des Zweiten Weltkrieges 1944 in den USA geboren,
in Bretton Woods, New Hampshire. Und seitdem hatten wir halt das den Dollar als Weltreservewährung. Damals war es noch ein goldgedeckter Dollar. Also der Dollar war an Gold gedeckt und alle Währungen waren dann an den Dollar gedeckt und gebunden. Und deswegen hatten wir eine indirekte Goldbindung. Und es hat halt funktioniert ungefähr 26 Jahre, bis dann 1971 Richard Nixon von, ja, in der Nacht-und-Nebel-Aktion den Goldstandard einfach so aufgehoben hat. In der Nacht-und-Nebel-Aktion hat er internationales Gesetz gebrochen. Warum? Weil der Krieg zu teuer wurde. Und seit 1971 haben wir, temporär hat er damals gesagt, haben wir ein ungedecktes Papiergeldsystem, was lediglich auf Vertrauen basiert. Und dieses Vertrauen wurde seit Jahren von Politik und Notenbanken mit den Füßen getreten. Die Notenbanken brechen ihre eigenen Gesetze. Also hätte die EZB nicht alle Gesetze gebrochen, wie zum Beispiel die Maastrichter Kriterien, dann wäre der Euro schon längst passé. Und deswegen leben wir gerade in einem absoluten Zyklenwechsel. Und deswegen sehen wir auch desperate Aktionen. Und natürlich die letzte Aktion war diese koordinierte Aktion der Corona-Krise. Ich scheue mich, Pandemie zu sagen, weil es keine Pandemie war, wie wir jetzt wissen. Und wie wir jetzt auch wissen, im Rückspiegel der Geschichte war das ja eine Riesenlüge. Sowohl hat Fauci zugegeben, dass er die Maßnahmen wahrscheinlich auf dem Klo erfunden hat, wie Abstand und Maske. Wir alle wissen, die Masken haben überhaupt keine Schutzfunktion. Wir wissen, die ist doch nicht so sicher, wie sie uns weiß gemacht wurde. Ne? Also ich sage nur Lauterbach, oder ich nenne immer gerne Karlatan, die sicherste Impfung und hat keine Nebenwirkungen und so weiter. Und all das war natürlich eine Riesenlüge, ein Riesenscam, um die Leute einfach mal wahrscheinlich zu testen, wie weit können sie gehen. Und die Massenpsychose hat den Test ja sozusagen bewiesen, dass es funktioniert, die Menschen schnell in eine Richtung zu manövrieren, zu buxieren. Und viele leben ja immer noch in Angst. Und das war einfach ein riesen IQ-Test und natürlich auch eine riesen Test, ein Experiment eigentlich, um zu schauen, wie weit kann man gehen. Und für mich war das der Knackpunkt, weil seitdem ist alles anders. Wir leben in einer komplett neuen Weltrechnung, Sören. Wenn du überlegst, vorher hatten wir einfach eine unipolare Welt. Unipolar heißt, die USA war die Weltmacht. Und wenn irgendwo Demokratie eingeführt werden musste mit Waffengewalt, stand die USA da und hat das auch gleich gemacht. Und jetzt leben wir aber in einer multipolaren Welt. Das heißt, wir haben mehrere Nationen, die Machtansprüche haben. Wir haben die BRICS-Staaten, also wir haben China, wir haben Indien, wir haben Brasilien, wir haben Russland natürlich. Ne? Das heißt, man hat sich emanzipiert und man möchte nicht mehr unbedingt in der Sklavenwährung des US-Petrodollars agieren. Das heißt, viele Rohstoffdeals, die früher nur mit dem Petrodollar abgehalten werden durften, werden jetzt auf einmal auch mit Renminbi, mit Rubel, mit Gold oder sogar mit Bitcoin ausgeführt. Und das ist natürlich dem Hegemon, den USA, ein Dorn im Auge. Und deswegen sehen wir vielleicht auch den einen oder anderen Krieg. Und der Hegemon, die USA, also der Herrschende, der ist ja am Niedergang. Das sieht man ja vor allem auch im Bild des jetzig amtierenden US-Präsidenten, der, wie gesagt, krank ist, alt ist und wahrscheinlich nur noch eine Marionette ist, der funktioniert. Der ist auf dem absteigenden Ast, der verliert sozusagen die Hoheit über alles. Und so eine Zeit der multipolaren Krisen, aber auch der multipolaren Verschiebungen der Machtkonstrukte, geht immer einher mit ja, Verwerfungen, weniger Wirtschaftswachstum, Inflation, Unsicherheit, weniger Planbarkeit. Und das bedeutet für die Welt generell Deglobalisierung. Das erleben wir ja auch. Wir sehen ja die Verhärtung der Fronten zwischen Ost und West, also NATO und Russland. Wir sehen mehr geopolitische Spannungen und natürlich auch die Unzufriedenheit der Bürger, weil die Prosperität, also der Wohlstand abnimmt. Und all das habe ich im Buch dezidiert mit Charts und auch mit vielen Worten beschrieben, wohin die Reise geht. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig, wie aktuell sich mental, aber auch monetär auf das vorzubereiten, was jetzt kommt. Weil jetzt werden die Karten komplett neu gemischt und ein Geldsystem hält immer so 80 bis 100 Jahre. Und jetzt sind wir gerade schon im über 80. Jahr und wir sehen, es geht überall, bröckelt der Putz, geht es überall bergab. Wir sehen Inflationsraten, die zu den höchsten gehören, zu unserer Lebenszeit auf jeden Fall. Und wir sehen, dass diese Akkumulation von Krisen durch die unfähigen Politiker nicht mehr einzufangen sind. Und wenn man es auch versucht, ist es völlig desperat, aber du kannst natürlich ein Naturgesetz nicht stoppen. Das heißt, dieser Wandel ist im vollen Gange und wird sich vollziehen und darauf muss man sich vorbereiten. Ansonsten wird man, wie in der Vergangenheit, immer einen Großteil seines Vermögens verlieren. Und da möchte ich einfach Hilfestellung geben mit meinen Ratschlägen, mit meinem Buch, mit meinem Investmentbrief oder der Beratung. Ja, lass uns da später noch genauer drüber sprechen. Nochmal zum Thema Krieg oder Krieg und Finanzen. Du hast dich ja mit dem Thema Finanzen sehr ausführlich auseinandergesetzt, aber auch mit dem Kriegsthema.
Wer profitiert denn von so einem Krieg? Weil sonst würden ja nicht ständig immer Kriege sein. Und du hast auch die USA angesprochen, die mischt ja da auch sehr gern mit. Gern auf fremdem Territorium. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Genau, also im Buch habe ich, um das kurz vorwegzunehmen, habe ich die fünf wichtigsten Zyklen verständlich zusammengefasst, die jetzt über uns hereinbrechen. Das ist der Kriegszyklus, das ist der Demokratiezyklus, der Konjunkturzyklus, der Geldzyklus und so weiter und der Generationenzyklus natürlich. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man sich eigentlich vorbereiten. Und vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum wir in den letzten Monaten immer eine schärfere Kriegsrhetorik hören, ne? Also vor allem sogar aus dem linken Lager. Und das ist ja eigentlich der beste Beweis eigentlich, dass wir gerade in einem Paradigmenwechsel uns bewegen, weil diejenigen, die jetzt für Frieden sind, das sind die Bösen. Und diejenigen, die nach Krieg schreien, das sind die Guten. Und es zeigt ja schon, wie pervers die aktuelle Situation ist. Es ist ja wie bei George Orwells 1984, ne? Also die Lüge ist die Wahrheit. Krieg ist Frieden, also alles einfach auf den Kopf gestellt. Und deswegen die Grüne Partei, die ja angetreten ist als Friedenspartei mit Sonnenblumen und Rosen in die Gewehrläufe stecken, die Friedensmärsche, Ostermärsche und so weiter organisiert haben, das sind jetzt diejenigen, die am lautesten nach Krieg schreien und nach Waffenlieferungen. Und ich meine, das ist die Zeitenwende. Jetzt erkennt man sie tatsächlich. Und wie gesagt, diejenigen, die für den Diskurs sind, für Diplomatie sind, für Frieden sind, die werden verunglimpft und diskreditiert. Und es zeigt schon mal die ganze Scharade, in der wir uns momentan eigentlich befinden. Also der normale Menschenverstand wird in Frage gestellt. Und jetzt sind wir halt im Kriegszyklus. Du musst dir immer die Frage stellen, Sören, cui bono, wem dient es? Also wir wissen zum Beispiel, dass es schon wenige Wochen nach dem Angriffskrieg der Russen in der Türkei einen Friedensvertrag gab. Und es sind jetzt nicht irgendwelche russischen Trolle, die das gesagt haben, sondern es ist der ukrainische Unterhändler als auch der Schweizer Botschafter, die wahrscheinlich eher neutral sind oder eher sogar parteiisch sind für die Ukraine. Und der Vertrag war fertig. Selenskyj war bereit, Putin war bereit, das zu unterschreiben. Das war lange eine Verschwörungstheorie. Jetzt ist es Allgemeingut, wird aber immer noch gerne unter den Teppich gekehrt. Und dieser Friedensvertrag war fertig, aber auf Geheiß der USA hat dann Boris Johnson in Kiew Selenskyj dazu gebracht, den nicht zu unterschreiben, weil er ihnen die absolute Unterstützung zugesichert hat der westlichen Welt, nach dem Motto: Hey, du musst nicht den Donetsk abgeben. Wir werden dir so viel Waffen liefern und Geld schicken, dass du einfach dann den Russen wieder verbreitest. Hört man das? Nee, hört man nicht. Alles gut. Okay. Die Russen sind noch nicht einmarschiert. Ich habe nichts gehört. Jetzt wird es besser gleich. Ziemlich laut, gerade Martinson. Und dann kannst du den Russen mit unseren Waffen vertreiben und wir unterstützen dich, ne? Und die Rechnung ging natürlich nach hinten los, aber aufgrund dessen hat dann halt praktisch Selenskyj diesen Friedensvertrag nicht unterschrieben. Und leider haben auf beiden Seiten 100.000 junge Menschen, Hunderttausende, muss man fast schon sagen, leider, ihr Leben verloren. Und aus dem Grund, oder genauso anderes Thema, natürlich auch bezüglich Nord Stream, ne? Also immer fragen, cui bono, wem dient es? Also Nord Stream wurde gesprengt, wir wissen bis heute nicht von wem, die Aufklärung lässt auch zu wünschen übrig, aber guck mal, wer auf einmal dieses teure LNG-Gas Richtung Europa verkauft hat, das waren amerikanische Unternehmen, die da riesen Profite gemacht haben. Oder wer kriegt denn die meisten Gelder aus Rüstungsexporte in die Ukraine? Das sind die amerikanischen Hersteller, Smith & Wesson oder Raytheon oder Boeing und so weiter. Das heißt, jeder Dollar, der da investiert wird in die Ukraine, kommt eigentlich dann doppelt zurück in die Ukraine, weil auch noch die deutschen Gelder dahin fließen. Also es gibt immer einen Gewinner dieser Kriegsrhetorik. Das ist leider so. Und momentan muss man halt sagen, natürlich, um das Machtgefüge zu erhalten, schwächt die USA ihre Konkurrenten, nämlich China, als auch natürlich die Russen, aber stärkt sich selber, weil natürlich noch mehr Geld in die USA reinkommt. Und aus dem Grund finde ich, dass es schon Kriegstreiber sind, ne? Kann man schon so sagen. Und ich bin immer für Diplomatie, aber der Kriegszyklus ist im vollen Gange und ich glaube, der wird sich auch leider erstmal weiter verschärfen, wenn man dann auch anhört, was hier die deutschen Politiker sagen, egal aus welcher Partei, nach dem Motto, ja, wir müssen kriegstüchtig werden, in 5 Jahren marschiert der Russe ein und wir müssen den Russen in Russland niederringen. Das sind also wirklich Rhetorik, also es ist absurd, da wird es mir ganz schwindelig und schlecht.
Aber man will wohl anscheinend, weil man weiß, das Geldsystem ist am Ende, möchte man jetzt das System lösen oder die Schulden resetten in Form von einem externen Feind. Weil wenn dann das ganze System zusammenbricht, wenn dann die Altersrente, die Altersvorsorge, das Rentensystem kollabiert, der Euro baden geht, kann man dann sagen, ja, hey, ist nicht unsere Schuld, weil wir inkompetent waren, weil wir jahrzehntelang schlechte Energie- und Wirtschaftspolitik betrieben haben und weil die Rente auch nicht irgendwie da war, sondern Schuld ist ja nur Putin zum Beispiel. Also ein externer Feind ist immer gut, um dann praktisch die Bevölkerung in Schach zu halten, nicht, dass es dann Demonstrationen vor dem Bundestag gibt. Könnte man sagen, dass quasi, sagen wir mal, Pandemien das für die Pharmaindustrie sind wie Kriege für die Rüstungsindustrie? Also, dass es quasi nur Gelddruckmaschinen mehr oder weniger sind? Ja, es ist halt ein Checkpot natürlich, klar. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille und natürlich gibt es immer einen Profiteur und einen Verlierer. Und ich finde es halt absolut pervers, asozial und unmenschlich, also misanthropisch, weil natürlich hier Menschenleben geopfert werden, damit sich irgendjemand die Taschen voll macht. Und das Gleiche haben wir natürlich auch während Corona gesehen. Es war eine koordinierte Aktion. Ich habe noch nie weltweit eine Gesundheitskrise gesehen, die so ablief. Ja? Also musst du überlegen, wann war es zum ersten Mal so, dass die ganze Welt in einem Strang zieht. Wir kriegen es nicht gebacken bei Kriminalitätsbekämpfung, Mafia, Drogen etc. Steuern. Ja, also selbst in Europa haben wir noch Steueroasen, selbst in der EU haben wir Steueroasen. Hat man nicht auf die Reihe bekommen, aber hier auf einmal haben alle gesagt, okay, wir müssen Lockdown machen, wir müssen Masken tragen, machen alle das Gleiche, ziehen an einem Strang. Sorry, es kommt mir Spanisch vor, ne? Haha, spanische Grippe. Und man hat natürlich dann auch irgendwie alle zeitgleich dieses mRNA Experiment platziert, ohne zu wissen, was passiert. Und es war ja wirklich fahrlässig, weil jetzt wissen wir ja, dass die RKI-Files geschwärzt waren, dass man schon im April wusste 2020, dass die Herdenimmunität viel besser ist, dass die Masken nichts bringen, dass die Lockdowns nichts bringen und so weiter. Und man wusste auch, dass die wirklich sicher ist, dann später, als sie dann rauskam. Also dahingehend, diejenigen, die euch die letzten Jahre angelogen haben, und zwar in Politik und Medien, warum sollten die in Zukunft auf einmal ehrlich sein? Und es wurde ja damals sogar das gleiche Vokabular sogar verwendet. Also so wie vorgedruckt haben alle Staaten oder Staatsoberhäupter das gleiche vorgetragen, mehr oder Ja, weniger. es Also war eine globale Regierung in dem Moment. Wir hatten auf einmal wirklich so ein Strategiepapier, wo alle Regierungen, da gab es ja dieses schöne Video, wo unterschiedlichste Fernsehreporter aus Australien, Kanada, England, USA, Irland, alle wortgleich das Gleiche gesagt haben, egal ob BBC, ob CNN oder Sky Australia. Es war wirklich wie abgelesen, es war eine koordinierte Aktion, Punkt aus. Da muss ich sagen, Chapeau, das ist eine Meisterleistung, aber das geht natürlich nur, wenn du halt praktisch an einem Strang ziehst und wenn du ein Ziel hast. Und ja, Klaus Kleber vom ZDF hat ja zugegeben, dass sie eigentlich nur der verlängerte Arm des Sprachrohrs des Bundeskanzleramts waren, weil man selber wusste es ja nicht besser. Man musste ja sich auf die Informationen der Regierung verlassen. Aber nochmal, für mich ist ein Journalist eigentlich jemand, der investigativ natürlich genau das in Frage stellt, was die Regierung einem präsentiert. Und da kam sie ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nicht mehr nach. Sie haben nicht mehr die Gegenfrage gestellt. Sie haben nicht recherchiert. Sie sind nicht irgendwie in die Tiefe gegangen. Und das muss man ihnen einkreiden. Und deswegen haben ja immer mehr Menschen das Vertrauen in die Behörden, in die Institutionen, aber auch natürlich in den Mainstream verloren. Völlig zu Recht. Und anstatt jetzt irgendwie sich zu entschuldigen, aufzuklären, zu sagen, wir machen es besser, es tut uns leid, um wieder da die Wunden zu kitten, ja, oder die, ja, was macht man? Dann, ja, Entschuldigung, und weiter geht's, ne? Also, und das glauben die Leute halt nicht. Man darf sich nicht wundern, warum dann Menschen einfach das Vertrauen in das System verlieren. Genau durch solche Lügen werden immer mehr Menschen, mit jeder Lüge, mit jeder Krise, werden mehr Menschen aus der Matrix rausgeschwemmt oder rausbuxiert sogar und kommen auch nicht mehr zurück. Manche radikalisieren sich, natürlich, klar, was auch nicht zu honorieren ist, was schlimm ist, ja, aber andere werden einfach nur kritische Zeitgeister, die wir brauchen, weil wir brauchen ja den Diskurs, wir brauchen die kritische Masse, die selbst denkt. Was ja prinzipiell gut ist, dass diese Lügen das zur Folge haben, dass die Leute kritisch werden und dann vielleicht irgendwann ist die kritische Masse erreicht ist, dass die Lügen nicht mehr so leicht durchgesetzt werden können. Exakt, genau. Also jede Krise ist wichtig. Krisen sind wichtig, um das System zu bereinigen. Wir brauchen so eine Katharsis. Und wie gesagt, wir sehen ja, dass mit jeder Krise, mit jeder Lüge, egal ob jetzt, ich weiß nicht, Euro-Krise, Atomausstieg, Energiekrise oder Energiepolitik generell, Corona, Klimakrise. Wirecard, egal was es ist. Ja genau, dass immer mehr Menschen dann aussteigen und sagen, so,
Jetzt habt ihr mich angelogen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich kenne zum Beispiel keinen Ungeimpften, der es bereut, dass er nicht geimpft ist. Ich kenne aber viele Geimpfte, die jetzt einiges in Frage stellen. Natürlich kenne ich auch Geimpfte, die immer noch sagen, es war die beste Entscheidung in ihrem Leben und gib mir den 9. Shot und so. Ja, kenne ich auch. Aber es werden immer mehr kritisch. Und ich hatte ja auch viele Diskussionen im Familienkreis, im Freundeskreis, habe Freunde verloren und so weiter. Aber jetzt klopfen tatsächlich die ersten Freunde auch wieder an, mit denen ich weniger Kontakt hatte, die sagen, ja, hey, okay, vielleicht hattest du doch recht. Oder hey, ich habe Nebenwirkungen, Herzmuskelentzündung, Thrombosen, Herzinfarkt, also Schlaganfall, alles dabei gewesen. Ja. Und deswegen auch Ukraine. Ne? Also ich hatte Freunde, die haben gesagt, ja, hier, die Medien sagen doch, Putin hat Krebs und die Armee ist komplett chaotisch und in 3 Wochen im Sommer 22 wird die Ukraine Russland besiegen und aus dem Land vertreiben. Ja gut, jetzt haben wir 2 Jahre später 1 Million Tote auf beiden Seiten zusammen und da kommt jetzt schon der eine oder andere und sagt, ja, okay, hey, vielleicht sollten wir doch mal verhandeln oder vielleicht ist Krieg doch nicht die richtige Lösung. Ich sage ganz klar, Gewalt erzeugt immer noch mehr Gewalt, ist leider so. Und deswegen bin ich immer für Diplomatie. Die meisten Kriege oder fast alle Kriege werden durch Diplomatie beendet. Anders geht es nicht. Deswegen bin ich auch jetzt nicht so feindselig gegenüber Orbán. Man mag von ihm halten, was man will, aber ich finde es wichtig, dass man mit der Gegenseite wenigstens spricht. Nur so kann man Frieden überhaupt erreichen, weil Aufrüsten befriedet die Situation garantiert nicht. Lass uns noch mal zu Trump zu sprechen kommen. Der wird ja auch immer mal mit dem Thema Bitcoin in Verbindung gebracht, beziehungsweise gibt es auch schon konkrete Ideen oder Aktionen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen und vielleicht kann das auch was mit dem Attentat zusammen, kann das auch zusammenhängen, weil wenn so jemand sagt, dass er, also wenn so jemand eine Alternative vorschlägt zu dem aktuell bestehenden Finanzsystem, dann macht man sich damit ja nicht nur Freunde, oder? Ja gut, also er hat ja nicht gesagt, dass der Dollar ersetzt werden soll durch Bitcoin, sondern er sagt nur, Bitcoin findet er jetzt legitim und ist eine Assetklasse, die angekommen ist. Diesen Schwenk haben ja auch die Wall Street Banker hinbekommen in den letzten Jahren oder zum Beispiel Larry Fink von BlackRock. BlackRock, der größte Kapital, die größte Kapitaleinsammelstelle der Welt, der größte Hedgefonds, hat ja auch vor 5 Jahren noch gesagt, Rattengift und Bitcoin ist ein Scam und Finger weg. Zu, auf einmal gestern hat er gesagt, hey, Bitcoin ist absolut gutes Asset und man sollte Bitcoin besitzen und BlackRock hat ja auch die Bitcoin-ETFs unter anderem mit eingeführt in den USA. Also man hat den Feind jetzt, nachdem man gemerkt hat, man kann ihn nicht zensieren, man kann ihn nicht zerstören, man kann ihn nicht verbieten, hat man den Feind jetzt umarmt. Ne? Also im Notfall musst du deinen Feind einfach auf deine Seite ziehen oder umarmen und das hat man jetzt wohl gemacht. Und Trump hat die Signale der Zeit wohl gehört. Er war auch immer eher skeptisch gegenüber Bitcoin und hat natürlich auch aus einem strategischen Zug gewusst, wenn ich jetzt praktisch Bitcoin umarme, gewinne ich ganz viele junge Wähler. Und dem ist ja auch so, weil die Bitcoin-Community ist so zwischen 20 und 35, viele sehr vermögend. Und das hat er gemacht, war ein smarter Zug. Und die ganze Bitcoin-Community feiert natürlich Donald Trump jetzt ab als vielleicht der erste Bitcoin-Präsident der USA oder einer großen westlichen Macht. Das wäre schon ein Schachzug. Er tritt ja auch auf bei der weltgrößten Bitcoin-Konferenz in Nashville, Texas. Und dahingehend hat er vielleicht auch, weiß nicht, ob er es verstanden hat, aber aus rein strategischen oder wahlkampftechnischen Gründen Bitcoin jetzt sozusagen geadelt und gesagt, er findet Bitcoin gut. Ob er jetzt praktisch deswegen aufs Zielrohr genommen wurde, weiß ich nicht. Es gab ja immer wieder dieses Gerücht, dass John F. Kennedy deswegen ermordet wurde mit der magischen Kugel, die 7-mal im Körper die Richtung geändert hat und so weiter. Ja, mag sein, aber das sind Spekulationen. Okay. Du hast schon jetzt mehrfach diese Zyklen angesprochen. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Also man geht davon aus oder man weiß, dass sich halt gewisse Dinge immer wieder wiederholen. Du hast gesagt, wir sind im Kriegszyklus. Und welche Zyklen spielen noch eine Rolle? Was sollte man wissen so für die Gegenwart und die nahe Zukunft? Also vorab ist es ja so, dass wir alle, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, natürlich von Zyklen auch, ich sehe gerade ganz viele Ziegelsteine, nee, von Zyklen beeinflusst werden. Ne? Also kann jeder bei sich selber nachvollziehen, Ebbe und Flut, ne? Die Mondphasen schläft man schlecht, vielleicht bei Vollmond, Menstruationszyklus, Jung und Alt, Leben und Tod, Einatmen, Ausatmen, also Zyklen bestimmen uns bewusst oder auch unbewusst.
Und solche Zyklen gibt es halt auch in vielen verschiedenen. Es gibt politische Zyklen, es gibt Demokratiezyklen und all diese Zyklen, die jetzt auch die fünf wichtigsten, habe ich ja im Buch verständlich zusammengefasst, zum Beispiel Kriegszyklus oder auch der Geldzyklus, Konjunkturzyklus, kommen halt alle paar Jahre wieder. Also zum Beispiel ein Geldsystem hält zwischen 80 und 100 Jahre. Das Säkulum aus dem Lateinischen, ja, kennt man ja vielleicht auch, ne, dass praktisch zum Beispiel der Generationenzyklus ist in die vier Jahreszeiten unterteilt. Auch das sind natürlich Zyklen, die Jahreszeiten. Zeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ne? Also es ist praktisch ein Aufbäumen, ein Wachstum, dann die Blüte, dann ein Absterben, dann der komplette Tod, Regeneration und dann kommt wieder der Frühling mit einem Aufbauen. Und das beste Beispiel für diesen Generationenzyklus, den wir ja gerade erleben, weil wir sind gerade im Winter und Winter ist immer natürlich verbunden mit Tod, mit Kampf, Krieg, Kälte, wie bei Game of Thrones, heißt es dann, Winter is coming und es bedeutet nichts Gutes. Da kommen dann die Zombies, die White Walkers und es steht eine große Schlacht an. Und in der Vergangenheit war Krieg immer sozusagen, war der Winter immer verbunden mit Revolutionen oder Krieg. Zum Beispiel den vorletzten Winter hatten wir in den 30er und 40er Jahren, das war der Zweite Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg war natürlich dann aber auch der Nährboden für den nächsten Frühling, weil dann regeneriert man sich auch und dann kommt der Frühling, kommt das starke Wachstum. Und in diesem Winter wird dann auch meistens ein neues Geldsystem geboren. Wie vorhin schon erwähnt, 1944, als der Krieg noch im Gange war, hatten wir dann die Gründung von Bretton Woods, unserem Geldsystem. Und jetzt zum Beispiel während der Finanzkrise 2008 wurde Bitcoin geboren. Und ich glaube, der Fourth Turning, so heißt diese die Generationentheorie, die Zyklen, war der Beginn des Winters, in dem wir uns aktuell mittendrin befinden. Und diese Winterzeit ist halt geprägt durch Verwerfungen, durch Paradigmenwechsel, durch diese Zeitenwende und dass alles in Frage gestellt wird. Vielleicht kennt ihr das auch, jeder Zuschauer hier oder auch du, dass man in den letzten Jahren, vor allem auch während Corona, vieles in Frage gestellt hat. Vielleicht geschäftliche Beziehungen, sein Dasein, seine Beziehungen mit Menschen, seine Freundschaften oder auch seine Ehe oder was auch immer. Und das habe ich in der Honorarberatung zuhauf erlebt, wirklich exponentiell steigen, dass auf einmal Manager von BASF gesagt haben, hey, ich will eigentlich lieber reiten oder Frauen, die vorher Lehrer waren, gesagt haben, ich werde jetzt eher Yoga-Lehrerin oder Menschen sogar ihre Beziehungen in Frage gestellt haben, habe ich hier live mitbekommen, dass Ehen kaputt gegangen sind, weil man gemerkt hat, hey, eigentlich passen wir gar nicht mehr zusammen. Und genau das sind wir gerade. Das heißt, wenn du jetzt was wechselst, also wenn du jetzt was ändern möchtest in deinem Leben, wenn du unzufrieden bist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil jetzt ist die Phase der Veränderung, der Transformation. Jetzt kannst du wirklich aktiv werden. Da muss man auch mutig genug sein. Und genau, das ist dieser Winter. Und wir sind jetzt im Winter und 1945 war praktisch Ende des Zweiten Weltkrieges und dann kam, es war der Winter und dann kam auf einmal der Frühling, der Aufbau. Da hatten wir dann Made in Germany, das deutsche Wirtschaftswunder, Währungsreform, die Auslagen waren voll, der 1 Millionste VW kam vom Band und Deutschland ging so gut wie noch nie. Und so pervers es ja aber auch klingt, war ja praktisch dieser Zweite Weltkrieg die Basis für unseren jetzigen Wohlstand. Also uns geht es ja nur so gut, weil wir diese Krise vorher hatten. Deswegen sind Krisen ja wichtig. Krisen sind Chancen. Auch jetzt muss man diese Krisen eigentlich umarmen und die Krisen nutzen, um dann auch davon zu profitieren. Und das kannst du vielleicht auch, also du vielleicht oder auch die Zuschauer, aus ihrer eigenen Biografie, dass die größten Lerneffekte waren ja immer in Krisenpunkten. Also du musst erstmal auf die Schnauze fallen, du musst erstmal die Hände verbrennen, du musst erstmal enttäuscht werden und dann aber wieder aufrappeln und weiter geht's. Und genau deswegen sind Krisen so essentiell in der Evolution der Menschheit. Erst in diesen Krisenpunkten hat die Menschheit dann angefangen, erfinderisch zu werden, wenn sie nicht mehr anders kann, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht, dann erfindet sie das Feuer, den Computer, das Auto oder was auch immer. Und deswegen sind Krisen so wichtig, weil Krisen fördern das Beste im Menschen hervor. Dann wird er richtig kreativ, innovativ und er geht auch nach vorne, weil er keinen anderen Ausweg mehr kennt. Bei 2008 zum Beispiel, da haben wir dann einfach gesagt, okay, komm, mach mal weiter wie bisher, weil es gab noch keine Not. Ne? Man hatte noch genug Puffer, von dem man runter festspannen kann. Aber jetzt sind wir halt in einer ganz existenziellen Krise, die vor allem global da ist. Und jetzt müssen wir halt tatsächlich was ändern. Aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und möchte natürlich ungern aus seiner Komfortzone heraustreten. Und jetzt im Winter muss man sich halt darauf vorbereiten,
dass es halt zu solchen Verwerfungen kommt. Das heißt, jetzt werden die Karten komplett neu gemischt. Wenn du jetzt strategisch die richtigen Weichen stellst für dein Geld, für dein Vermögen zum Beispiel, dann wirst du durch diese Krise relativ gut durchkommen und wirst danach vielleicht sogar reicher sein als zuvor und vielleicht für Generationen deiner Familie Reichtum bescheren, wenn du halt die strategisch richtigen Entscheidungen triffst. Und wenn nicht, dann wirst du halt wie in der Vergangenheit immer, wie 90-95% der breiten Masse, zwischen 50% und allem verlieren. So war es immer. Und ich habe ja im Buch 2000 Jahre Geldgeschichte untersucht mit meinem Co-Autor Florian Kössler und siehe da, immer das gleiche Spiel. Immer das gleiche Spiel. Und die schwächste Gliederkette, das ist wichtig zu wissen, warum Geld immer stirbt, warum die Menschen, die breite Masse immer verarmt, ist erstens Sozialismus, also Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft und zweitens der Mensch. Weil wir einfach sind, ja, schwach, wir sind korrumpierbar, wir sind inkompetent, wir neigen dazu, Kriege vom Zaun zu brechen, es muss ja irgendwie bezahlt werden. Und jedes Mal, wenn man auch mit einem stabilen, harten Geldsystem startet, wie mit dem Goldstandard, wird dann irgendwann das Geldsystem ausgehebelt und inflationiert und dann fängt eigentlich die Party richtig an, dann geht es an Spekulationsblasen, dann kommt die Inflation, dann kommt Währungsschnitt und irgendwann halt dann Revolution oder Krieg. Denkst du, dass Krisen zwingend notwendig sind, dass es nicht ohne geht? Ja, leider ist es so momentan, weil wir aus der Vergangenheit nicht lernen. Das sagt ja der Generationenzyklus, weil diejenigen, die die Krise zuletzt aktiv erlebt haben, also den letzten Winter, die sind alle tot. Sterben weg. Ja. Die sind weg, genau. Das regelt die Demografie. Und deswegen ist es auch ganz spannend zu sehen, zum Beispiel diejenigen, die in Deutschland eine Krise noch aktuell erlebt haben oder eine Diktatur, nämlich im Osten der Republik, die sind noch ziemlich wach. Aber die werden natürlich als Querulanten diskreditiert, weil man sieht es ja auch bei der Europawahl. Also man mag jetzt von Protestwählern oder AfD halten, was man möchte, aber man hat ganz klar gesehen, wo die DDR ist und wo die BRD ist, ja, also West- und Ostdeutschland, weil die halt noch wissen, wie es im Sozialismus war oder in der Diktatur. Und die halt sagen, hey, sorry, aber wir kennen das noch, wir sind noch nah dran, wir haben nicht vergessen, wir haben noch nicht den Generationenzyklus hinter uns und wir sehen gerade Parallelen. Und diese Worte musste man ernst nehmen und nicht irgendwie diskreditieren und sagen, es sind alles Nazis, ja. Und damit gießt man eigentlich eher noch viel mehr Öl ins Feuer, weil denen müsste man eher zuhören antizyklisch, weil die wissen noch, wie es war. Wenn die uns warnen, dann sollten wir also wirklich ganz spitze Ohren bekommen und Gewehr bei Fuß sein und sagen, okay, krass, vielleicht sehen die was wir nicht sehen, weil wir einfach wohlstandsverwahrlost sind. Okay, vielleicht kannst du nochmal, also können wir noch mehr in das Geldsystem einsteigen. Man sagt ja auch Fiat-Geld. Was bedeutet Fiat-Geld? Du hast auch hartes Geld vorhin gesagt, bei Gold. Was bedeutet das? Ja, Fiat-Geld hat was zu tun mit dem Automobilhersteller aus Italien. Nein, Spaß beiseite. Fiat kommt aus dem Lateinischen. Es gibt ja aus der Bibel Fiat Lux, also es werde Geld. Und wir haben ein Fiat-Geldsystem. Warum? Weil es Fiat Money, es werde Geld. Weil die Banken oder unser jetziges System ist so aufgebaut, dass praktisch Banken als auch Notenbanken aus dem Nichts Geld schöpfen können in einem magischen Zaubertrick. Also Geld drucken sozusagen. Ja, sie können einfach Geld drucken, ohne dass da was dahinter steht. Das konnten sie halt bis 1971 nicht, weil wir bis dahin halt ein gedecktes Geldsystem hatten mit einem Goldstandard. Das heißt, für jeden Dollar, den du hattest, musstest du halt auch Gold hinterlegt haben. Und deswegen mögen Politiker natürlich keinen Goldstandard, weil um die sozialistischen Wahlversprechen finanzieren zu können oder auch die ideologisch-dogmatischen Gehirnfürze, brauchst du halt ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und es geht natürlich nicht, wenn es gedeckt ist durch Gold. Und jetzt kann man natürlich einfach aus dem Vollen schöpfen und einfach jede Idee aus der Druckerpresse finanzieren. Das führt aber zu Spekulationsblasen, zu Schuldenexzessen und dann irgendwann zur Armut, zu ja, sozialen Verwerfungen, Bürgerkrieg oder Krieg. War immer das gleiche Spiel seit 2000 Jahren. Wie gesagt, ich habe es im Buch dezidiert aufgeschrieben, dass es alle 80 bis 100 Jahre dann irgendwie im Schnitt knallt. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn man das weiß, kann man sich natürlich ganz anders aufstellen und vorbereiten. Und heißt Fiat-Geld automatisch Inflation und das heißt automatisch, ja, dass immer das Geld immer seinen Wert verliert. Genau. Und wegen dem Cantillon-Effekt. Der Cantillon-Effekt besagt zum Beispiel, dass diejenigen, die nah an der Druckerpresse der Finanzbranche sind, profitieren. Also bei der Zentralbank. Das heißt, das sind Staaten, das sind Vermögende und das sind die Banken und Versicherungen, die profitieren. Aber der Verteilungseffekt nach unten, der Trickle-Down-Effekt, ist nicht mehr gegeben. Das heißt, aus dem Grund sehen wir ja auch immer mehr eine perverse Konzentration von
extrem hohem Vermögen bei immer weniger Menschen. Also Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Früher hatten wir Millionäre, dann hatten Und wir das irgendwann hat sich die letzten Milliardäre. 3, 4 Jahre nochmal Ja, sehr stark konzentriert, also oder? genau, während Corona sind die Reichen noch reicher geworden wie zuvor, weil wir eine Art Vermögenstransfer sehen von unten, von der Mitte und oben nach ganz, ganz, ganz oben. Und nur noch eine homöopathische Dosis an Menschen haben extremen Reichtum. Wir hatten früher niemals Menschen, die dreistellige Milliardensummen hatten. Ich meine, es gibt also manche Menschen da oben sind reicher als ganze Staaten. Und wir werden auch bald den ersten Billionär, also sehen, also der mehr als 1.000 Milliarden Dollar Privatvermögen hat, wird alles kommen. Aber das geht natürlich auch einher mit technologischer Entwicklung, mit Skalierungseffekten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, unser jetziges Geldsystem ist einfach unfair in der Umverteilung, weil halt einige wenige massiv davon profitieren und die breite Masse einfach verarmt. Bestes Beispiel, wir sehen doch, dass zum Beispiel Menschen in Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, selbst wenn sie gut verdienen, sich keinen adäquaten Wohnraum mehr leisten können, weil durch unser Schuldgeldsystem die Schulden explodieren, aber damit auch die Assetpreise explodieren. Und wenn man zum Beispiel jetzt, sag mal, du hast eine Immobilie in Frankfurt, du musst jetzt nichts machen, du musst jetzt sie nicht renovieren, die ist einfach in den letzten 15 Jahren im Preis hat die sich verdoppelt oder verdreifacht. Aber die Frage, die jeder verstehen muss oder sich fragen muss, ist mein Grundstück doppelt so groß geworden oder hat das Stockwerk auf einmal 4 statt 2 Stockwerke? Nein. Das Einzige, was passiert ist, dass du doppelt so viel Euroscheine auf den Tisch legen musst für die gleiche Immobilie. Das heißt nicht, der Preis der Immobilie ist gestiegen oder der Wert der Immobilie, sondern der Wert des Euros hat sich halbiert oder gedrittelt sogar. Also uns wurde Kaufkraft gestohlen. Und da ist ganz wichtig zu wissen, für die Zuschauer als auch für dich, Sören, du, ich, wir alle, wir investieren ja das Wertvollste, das Raste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn diese gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld uns dann genommen wird durch Abgaben und Steuern, ist es schon bitter. Aber wenn dann auch noch die Inflation dazu kommt, dann ist es Diebstahl und dann muss man sich auf die Hinterbeine stellen und sich verteidigen. Wie kann man sich verteidigen? Ich Außer, also du meinst jetzt nicht Waffen und Krieg oder? Nein. Nein, nein, also wie kann man sich verteidigen? Indem man erstmal das Geldsystem versteht und von einem mündigen Bürger zu einem mündigen Investor wird. Und wenn man das System verstanden hat, dann kann man sich erst wehren. Das heißt, du musst in einer inflationären Welt in limitierte Werte investieren. Also alles, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist, wie Bitcoin zum Beispiel, muss man besitzen, weil das wird automatisch im Wert immer weiter steigen. Jedes Mal, wenn du die Druckerpresse anschmeißen, wird dein limitierter Wert im Wert steigen in Papiergeldform. Und deswegen brauchst du halt limitierte Werte. Also das kann Edelmetalle sein. Ich habe im Buch ja auch die Vermögensmatrix aufgeschrieben, auch mal so eine Blaupause gegeben, wie ich mich ungefähr aufstellen würde, Pi mal Daumen. Und dann Edelmetalle, zum Beispiel Gold, momentan allzeit hoch, habe ich im Buch ja prognostiziert. Da werden wir die 3.500 Dollar auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten sehen. Silber, Diamanten, Gold. Immobilien jetzt momentan eher nicht, da würde ich noch warten, bis sie weiter runterkommen, aber halt auch Bitcoin, weil Bitcoin ist zum Beispiel der einzige Wert, den wir auch wirklich benennen können, wann er zu Ende geht. Wir wissen, dass durch den mathematischen Algorithmus im Jahr 2138 bei knapp 21 Millionen Bitcoin-Einheiten Ende Gelände ist. Ja, aber wir wissen nicht, wie viel Geld die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold oder Silber noch in der Erde schlummert. Aber bei Bitcoin können wir tatsächlich das Ende benennen. Und das ist einmalig. Und vor allem trennt Bitcoin ja zum allerersten Mal Staat von Geld. Und wie gesagt, 2000 Jahre Geldgeschichte zeigen ja, dass der Staat mit Geld nicht umgehen kann, dass er strukturell gierig ist und dass es immer in einem Desaster endet. Deswegen müssen wir endlich das schwächste Glied der Kette aus der Gleichung rausnehmen. Und das ist bei Bitcoin gemacht worden. Hinter Bitcoin steht keine Politiker, kein Zentralbankchef, keine Firma, keine Privatperson. Bitcoin ist das demokratischste, grenzenloseste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat. Und jeder kann daran partizipieren und teilnehmen. Egal ob in der Walachei oder im Hindukusch oder im Regenwald. Jeder kann heute ohne Erlaubnis Bitcoin kaufen. Ja, und da muss ich sagen, hat mir dein Buch auch sehr geholfen, um erstmal zu verstehen. Wir haben am Anfang von Matrix und so weiter gesprochen. Ja. Aus dieser, sage ich mal, gesundheitlichen oder gesellschaftlichen Matrix, die habe ich ja schon vor einigen Jahren so, sage ich mal, verlassen oder verstanden, auch Zusammenhänge verstanden, was da falsch läuft. Aber beim Thema Ja. Geld und Finanzsystem, glaube ich, da war ich nicht alleine, ging es mir relativ schwierig, das wirklich zu verstehen, was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Also was passiert mit meinem Geld? Wie viel ist oder was ist mein Geld wert? Was gibt es für Alternativen?
Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man diese Grundsätze versteht. Und da fand ich Absolut. dein Buch sehr hilfreich, erstmal zu verstehen, also was unser aktuelles Finanzsystem ist oder was es auch nicht ist, Ja. und daraus dann Konsequenzen zu ziehen. Ja. Ja, super, das freut mich, das ehrt mich, das höre ich sehr, sehr gerne, weil das ist ja genau meine Intention, dass ich meine Mitmenschen als einen Akt der Nächstenliebe genau darauf vorbereiten kann, damit ich sie erreiche. Deswegen versuche ich auch die Komplexität der Finanzwelt von Bitcoin, Geldsystem so verständlich zu übersetzen und runterzubrechen, dass es wirklich jeder versteht, selbst du, Sören. Nein, Spaß beiseite. Also, nee, aber wirklich egal, ob Rentnerin, Realschüler oder Angestellter bei Bosch oder Miele, völlig egal. Und wenn mir das gelungen ist, da geht mir das Herz auf. Und wenn ich dann auch sehe, weißt du, ist mein 7. Bestseller in Folge. Und bei so einem großen, schweren Buch, ich meine, ich habe hier wirklich 2,5 Jahre Lebenszeit, Liebe, Leidenschaft reingesteckt. Ich habe für kein Buch länger geschrieben und recherchiert. Es sind nur Primärquellen drin. Wir haben 100 Charts und Schaubilder anfertigen lassen, handgezeichnet, weil ich wollte, dass das die Quintessenz meines beruflichen Schaffens ist. Also das ist mein größtes Baby. Und deswegen freut mich natürlich, wenn das jemand liest und für gut befindet und die Rezension bei Amazon und Co., und dass es seit 7 Monaten in der Bestsellerliste ist, ist für mich natürlich wirklich, also geht runter wie Öl und erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, dass mein Baby praktisch wächst und gedeiht und Freunde findet. Ja, und eigentlich müsste ja auch, sage ich mal, sowas in der Schule gelehrt werden. Also so, dass man ein gewisses Verständnis hat. Natürlich weiß ich auch, warum das nicht der Fall ist, weil wenn das jeder beigebracht bekommen würde, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Aber prinzipiell ist das genauso wie Allgemeinbildung oder gesundheitliches Wissen, Ernährung sollte eigentlich darüber auch aufgeklärt werden. Genau, also absoluter Chor. Ich plädiere ja schon seit über einem Jahrzehnt dafür, dass es ein Fach gibt ab der 5. Klasse, also ab der Mittelstufe, Finanzen, Geld, Wirtschaft und so weiter, weil, wie erwähnt, wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen, aber kaum einer weiß, wie das Geldsystem funktioniert, wie man auch adäquat Geld fürs Alter anlegt, sodass man auch noch was davon hat, wenn man in Rente geht und dass nicht nur die Banken, die Berater, die Makler und die Versicherung daran verdienen, sondern auch ich. Und deswegen mache ich ja auch Vorträge an Schulen, Universitäten und so weiter, um das den Leuten nahezubringen. Und ich glaube, es ist überfällig. Wir müssen darüber sprechen, wie das Geldsystem funktioniert und müssen auch für ein neues Geldsystem uns stark machen, weil das jetzige Geldsystem endet sowieso in einer Katastrophe. Lass uns doch noch mal kurz über Bitcoin sprechen. Vielleicht kannst du sagen, was so von den meisten Leuten die größten Kritikpunkte sind, und vielleicht kannst du diese entkräften. Ja, auch das habe ich als ein ganzes Kapitel im Buch verfasst. Also gibt ja viele Vorurteile und Mythen bezüglich Bitcoin. Zum Beispiel verwenden nur Verbrecher und Steuerhinterzieher, wird nur im Dark Web verwendet. Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ganz Kroatien und ist eine riesen Umweltsau und so weiter. Und all diese Mythen habe ich natürlich ausgehebelt und entmystifiziert mit Primärquellen, mit Beispielen und so weiter. Weil ich bin ganz ehrlich, zum Beispiel könnte für mich ein faires, demokratisches und langlebiges Geldsystem auch so viel Energie verbrauchen wie ganz Europa von mir aus. Ne? Dann, und wenn es stabil ist, vor allem, wenn es mir keine Kaufkraft stiehlt. Aber gut, das müssen wir den Leuten halt erstmal erklären. Und Bitcoin wird nachweislich, auch hat die Bundesbank schon verifiziert, nur ganz, 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 ganz wenig für kriminelle Machenschaften verwendet. Warum? Weil Bitcoin-Transaktionen auf der Blockchain natürlich nachvollziehbar sind. Ne? Die meisten kriminellen Tätigkeiten werden immer noch von der Mafia mit Bargeld getätigt oder auch mit anderen Möglichkeiten gemacht. Ne? Also dahingehend weder ein Bargeldverbot noch ein Bitcoin-Verbot würde die Kriminalität irgendwo eindämpfen. Da müssen wir, glaube ich, ganz woanders an. Setzen, aber ob das gewollt ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also die ganzen Mythen habe ich dezidiert aufgeschrieben. Das sind so die größten Ängste. Ja, was ist, wenn der Strom weg ist? Ne, zum Beispiel, dann kann ich doch gar kein Bitcoin mehr handeln. Ich meine, wenn der Strom weg ist, dann hast du aber auch keinen Zugang mehr zu deinem Sparkassenkonto. Dann kannst du auch nicht mehr Geld abheben am Geldautomaten und nirgendwo mehr bezahlen mit PayPal. Dann hast du, glaube ich, ganz andere Probleme als Bitcoin. Und Bitcoin ist sogar viel robuster und stabiler, weil Bitcoin ist ein dezentrales System. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Sparkassenrouter oder Server in Frankfurt gehackt wird, dann ist Ende Gelände. Dann ist es ja wie so ein Herz, das einen Herzstillstand erleidet. Aber Bitcoin hat
50.000 Herzen. Das heißt, man kann ein dezentrales System nicht zeitgleich beenden. Man müsste 50.000 Knotenpunkte zeitgleich den Stecker ziehen, hacken oder was auch immer. Geht nicht. Ja? Und deswegen ist Bitcoin viel robuster, viel stabiler, weil irgendwo auf der Welt wird es immer noch ein Node, also eine Bitcoin-Netzwerk geben, was dann praktisch auch wieder aufgespielt werden kann, sobald die globale Stromversorgung wieder gegeben ist. Also dahingehend kann ich jeden beruhigen, dass Bitcoin sehr, sehr stabil ist oder auch eine beliebte Angst ist, ja, wenn die Quantencomputer kommen oder die künstliche Intelligenz, dann wird Bitcoin gehackt. Nein, wird es nicht. Also Bitcoin wird, also um es jetzt hacken zu können, das würde tausende von Jahren dauern, um diesen SHA-256-Algorithmus zu knacken. Selbst mit den Hochleistungsrechnern, die momentan bei der CIA stehen und so weiter, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt mehr Variablen wie Sterne in unserem Sonnensystem. Also es ist unendlich unmöglich und dahingehend kann man diese Angst auch erstmal nehmen. Okay. Und nochmal zum aktuellen Geldsystem. Wie kann ich mir so ein, also so ein, wir sind, du hast ja gesagt, wir sind jetzt quasi schon so am Ende der Krise. Wie kann ich mir denn den weiteren Verlauf vorstellen? Also es wird jetzt immer noch, die Preise werden wahrscheinlich immer weiter ansteigen, beziehungsweise das Geld wird immer weniger wert sein. Aber wann kommt dann dieser komplette Crash oder wann kommt dann ein neues System? Wie kann ich mir das vorstellen? Die nächsten 5 bis 10 Jahre werden meiner Ansicht nach turbo-wild, turbulent und volatil. Wir werden 1, 2 weitere große Kollateralschäden erleben müssen, aber danach wird es auch besser werden. Dahingehend erwarte ich ja eventuell sogar Krieg, weil das war immer eine adäquate Lösung, um natürlich das System zu bereinigen. Jeder kann da draußen sehen, dass wir in diesem Paradigmenwechsel uns befinden. Wenn man überlegt, dass wir diese spätrömische Dekadenz auch sehen, ne? Dass wir auf einmal Pronomen verwenden sollen, wir wollen gendern, wir wollen 75 Geschlechter haben, Regenbogenflaggen vor allen Unternehmen. Das sind alles also Scheindebatten. Es geht nur darum, die Menschen zu spalten. Weil ein gespaltenes Volk, das sich gegenseitig bekämpft, ist natürlich einfacher in Schach zu halten. Investiere am besten in all das, was die Grünen und die Sozialisten hassen. In fossile Energieträger, in Atomenergie, in Bitcoin. Kauf Gold, kauf keine Staatsanleihen etc. pp. Und dann bist du meiner Ansicht nach gut aufgestellt, weil Sozialisten sind noch nie dadurch aufgefallen, dass sie self-made waren oder clevere Investoren. Jeder von euch, der merkt, es ist was im Argen, seid mutig genug, eure Meinung zu sagen, weil 60% der Deutschen trauen sich nicht mehr, ihre wahre Meinung zu sagen, vor Angst vor Repressalien oder Diskreditierung. Aber das brauchen wir in der gelebten Demokratie. Und das nächste ist, wenn ihr Wissen habt, gebt es weiter, seid Multiplikatoren, so wie ich es auch versuche. Ja, danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Du hast gesehen, wir mussten einiges zensieren, beziehungsweise hast du es gehört. Einige Wörter darf man hier immer noch nicht so richtig aussprechen. Mein Kanal war ein halbes Jahr lang demonetarisiert, beziehungsweise entmonetarisiert. Deswegen bin ich da jetzt besonders vorsichtig und ich möchte auch nicht, dass der Kanal gelöscht wird. Deswegen habe ich das Video an dieser Stelle beendet. Es folgt noch ungefähr eine Viertelstunde. Und wenn du das komplette Video sehen möchtest, unzensiert, in voller Länge, wie gesagt, das war jetzt nicht das komplette Video und natürlich 100% gratis, dann klick hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann kannst du dir das Ganze in voller Länge und unzensiert anschauen. Gibt noch viele spannende Informationen. Also wenn du bis hierhin zugeschaut hast, solltest du das auf jeden Fall nicht verpassen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.